Schauen wir mal, oder? Ja, also wir sind hier in der alten Hafenstadt Ostia. Ich habe vorhin schon gehört, ich sehe noch gar kein Meer. Das ist auch der Grund, warum Ostia aufgegeben wurde, weil nämlich das Gebiet um Ostia verlandete, nach und nach. Ostia ist die alte Hafenstadt, und zwar Ostia bedeutet ja übersetzt die Mündung, die Pforte. Das heißt, das war die Pforte nach Rom. Und hier trafen sich alle Handelsschiffe aus aller Welt. Hier hat man, wo der Tiber in das Meer mündete, den großen Hafen angelegt. Und hier wurde der Welthandel betrieben. So, ihr seht hier einen Grundriss von Ostia. Das Wichtigste ist die Hauptstraße, der Decumanus Maximus. Das ist diese Straße, die werden wir erstmal entlang laufen. Ja? Also, das ist jetzt der letzte Tag. Wir hatten dank unserer lustigen römischen Busfahrt gestern Nacht nur knapp 4 Stunden Schlaf. Eigentlich nur 3,5. Trotzdem zwingt uns unsere böse Magistra noch durch Ruinen zu laufen, die relativ heiß sind, relativ trocken sind. Und deswegen sitzen wir jetzt hier aus Protest. Neben mir frustrierte Frau Nummer 1, Cornelia. Frustrierte Frau Nummer 2, Steffi. Das war wirklich gnadenlos. Bisher, der Rest der Woche war wirklich schön, sehenswert. Also Rom ist nur zum Empfehlen. Ja, ich bin, glaube ich, die Woche mehr gelaufen als das letzte Jahr zusammen. Aber ansonsten war es wirklich toll. Und ich bereue es auf keinen Fall, dass ich mitgefahren bin. Es war auf jeden Fall alles toll. Am besten haben mir die Katakomben gefallen. Das war echt super, super, super. Und auf die Kuppel, wo wir raufgelaufen sind, das waren die Augenblendest. Und was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass ich am Sonntag mit meinem Fuß umgeknickt bin und der jetzt die ganze Woche immer so dick war. Und das war nicht so toll. Aber ansonsten war alles gut. Mehr gibt es nicht.